Das ist mein Weg zur Arbeit. Wie bei vielen anderen in diesem Land heißt das, suchen nach einer Strecke mit möglichst wenig Stau. Und dabei immer wieder scheitern. Ja, wenn man das jeden Morgen hat, dann, weiß nicht, man ist auch nicht mehr sauer. Man ist auch nicht irgendwie wütend oder so, sondern es, weiß ich nicht, es ist so eine verzweifelte Resignation. Lauter Großbaustellen, bei denen Deutschland hinterherhinkt. Und Papierberge, wohin man guckt. Auch in deutschen Behörden staut sich der Fortschritt. Das scheint erstmal umständlich zu sein, ja? Warum das so ist. Aber es muss eben alles Schritt für Schritt gehen. Ja? Umständlich, analog und penibel geregelt. Ist das der Weg in die Zukunft für eine starke Wirtschaftsnation? Wie digital würden Sie denn Ihr Unternehmen aktuell beschreiben? 10 ist total digital, 0 ist überhaupt nicht digital. 2. Überall Zweifel. Vielleicht stehen wir uns ja auch selbst im Weg. Die machen ja auch Krach, ne? Wenn der Wind aus dem Westen kommt. Also wir hören ja die Windräder von weit weg schon. Ne? Unser Tempo bei neuen Projekten generell eher schleppend. In den 2 Jahren, wo wir hier zugange sind, habe ich in China das hier realisiert. Also ich mache mir für Deutschland Sorgen. Stop and go, also nicht nur auf Deutschlands Autobahnen. Ich frage mich mittlerweile ständig, was ist los in diesem Land? Geht's noch Deutschland? Im Rhein-Main-Gebiet rund um Wiesbaden und Mainz bricht regelmäßig der Verkehr zusammen. Hauptgrund: marode Brücken. Viele sind baufällig, manche müssen abgerissen werden. Und Neubauen dauert gefühlt endlos. Wann ist es denn fertig? Ja, wann ist fertig? Morgen ist fertig. An der Schiersteiner Brücke über den Rhein wird seit 10 Jahren gebaut. Eigentlich sollte sie längst fertig sein. Gerade rollt der Verkehr aber nur über eine Hälfte. Die Salzbachtalbrücke war so kaputt, dass sie sogar gesprengt werden musste. Sie wird jetzt an gleicher Stelle neu gebaut und fällt für den Verkehr erstmal komplett aus. Ich weiß nicht, wie viele Autobahnen es in Deutschland gibt, wo es plötzlich heißt, das war's, und man mitten auf der Autobahn so einen U-Turn macht. Weil hier ist nur noch ein Sandhaufen. Und dahinter fehlt die Brücke. Im Netz der Bundesfernstraßen gibt es rund 40.000 Brücken. Jede 10. davon ist so marode, dass sie saniert werden muss. An 1.300 Brücken wird aktuell gebaut. Was sagen Sie denn zum Verkehr hier? Katastrophe. Ja? Wiesbaden versackt. Versackt? Was heißt das? Das ist doch nur noch Chaos hier. Beschissen. Was heißt denn? Bitte? Beschissen. Beschissen, sagte er. Katastrophe. Sie fahren ja kilometerweite Umwege, bis Sie da sind, wo Sie hinwollen. Wie finden Sie denn die Verkehrssituation hier? Ja, sehen Sie auch selbst, das ist ja schrecklich, wirklich, jeden Morgen. Deutschland steckt irgendwie fest. Aber warum eigentlich? Das müsste doch besser gehen. Wie läuft es denn anderswo? Häufig hilft ja schon der Blick über den Tellerrand. Und siehe da, Genua, Italien, ausgerechnet in einer südländischen Hafenstadt, erbringen sie den Beweis, ein großes Bauprojekt muss nicht Jahrzehnte dauern. Der Anlass allerdings ist traurig, Genua vor 5 Jahren. 14. August 2018. Die alte Morandi-Brücke bricht zusammen. Auf einem Teilstück von etwa 200 Metern stürzen Autos und Lkw in die Tiefe. 43 Menschen sterben. Es fühlt sich ein bisschen mulmig an, weil das hier genau die Stelle ist, an der dieses furchtbare Unglück passiert ist. Die Stadt hat die Brücke wieder aufgebaut, in Rekordzeit. Schon gut ein Jahr nach dem Einsturz war die neue fertig. Ein Symbol aus Stahl statt Beton. Entworfen von Star-Architekt Renzo Piano, der selbst aus Genua stammt. What kind of feeling Wie finden Sie das denn, dass es nur ein Jahr brauchte, um die Brücke wieder aufzubauen? I'm very proud. Es macht mich natürlich sehr stolz. Es ist unsere Brücke. Die Brücke der Bürger von Genua.
Die Brücke ist sehr wichtig für uns. Ohne sie hat die Stadt gelitten. Besonders die Wirtschaft hat der Einsturz hart getroffen. Und es ist das erste Mal, dass wir sagen können, yes, we can. Wir bauen eine Brücke in einem Jahr, das ist für Italien unglaublich. Sie reiben sich ein bisschen selbst die Augen in Genua. Seht her, anders als sonst häufig in Italien, können wir hier auch schnell, effizient, modern. Es musste auch schnell gehen, denn jeder Tag ohne Brücke war für Genua eine finanzielle Katastrophe. Eine der wichtigsten Verbindungsstraßen war plötzlich weg. Schaden für die Stadt, 6 Millionen Euro jeden Tag. Dann gucken wir doch mal, wo der Bürgermeister hier sitzt. Das ist auf jeden Fall eines der schöneren Rathäuser dieser Erde. Der Hausherr hier ist Kommissar für den Brückenbau, ernannt von Italiens Regierung. Mit umfassenden Kompetenzen. Eine Brücke wird zur Chefsache. Brauchen solche Projekte also immer einen starken Mann, eine starke Frau, die alles vorantreibt und Dampf macht? Unbedingt, das ist eine Grundvoraussetzung. Als ersten Schritt müssen Sie nach einem Gesetz suchen, das Ihnen ein schnelles Vorgehen ermöglicht. Wir nutzen Artikel 32 des europäischen Rechts über die Durchführung von Ausschreibungen. Und der legt fest, dass wir in einer Ausnahmesituation wie dem Brückeneinsturz selbst Vergleichsangebote von Unternehmen einholen können und keine offizielle Ausschreibung machen müssen. Genua schaut also, was möglich ist, auch juristisch. Während wir gern lauter Hindernisse sehen, keine langwierigen Ausschreibungen hier. Alles ganz legal und zeitsparend. Die reine Bauzeit der Brücke gerade mal ein gutes Jahr. Vor seiner politischen Karriere hat Bürgermeister Bucci als Manager gearbeitet, zuletzt in der Pharmaindustrie. Kann die Verwaltung also eine Menge lernen von privaten Unternehmen? Die Verwaltung kann von jedem etwas lernen. Sie sollte unbedingt moderne Techniken wie Projektmanagement nutzen. Projektmanagement macht es möglich, ein Projekt auch dann zu verwalten, wenn es im Prozessverlauf Änderungen gibt. Mit anderen Worten, es ist möglich, Prozesse parallel zu bearbeiten, statt nacheinander. Das größte Problem der öffentlichen Verwaltung besteht darin, dass die Prozesse sonst alle nacheinander ablaufen. Wo es früher nur Schritt für Schritt ging, hat diese Stadt einen neuen Weg gefunden und will damit Vorbild sein. Neue italienische Effizienz, auch hier Milano Centrale, der Hauptbahnhof von Mailand. Vor gut 10 Jahren hat Italien sein Schnellzugnetz liberalisiert. Seitdem hat die Staatsbahn einen starken privaten Wettbewerber, den Italo. Schöner Zug. Also von außen sieht er schon mal sehr schick aus. Die Konkurrenz hat dazu geführt, dass die Anbieter sich gegenseitig antreiben. Nach unten bei den Preisen, die sind um 40% gefallen. Nach oben beim Service. Hello, would you like a sandwich for the lunch? Oh yeah. With ham or vegetarian? Ham or vegetarian? I'm having vegetarian, please. Okay. Und plötzlich nehmen viel mehr Italiener den Zug. Die Passagierzahlen sind explodiert. Das ist natürlich das Beste am Zugfahren, wenn man alle Autos auf der Autobahn überholt. Mit 300 Sachen durch Italien. Die Schnellzüge haben eigene Gleise und können so im Durchschnitt schneller fahren als in Deutschland. Und dann natürlich ein Espresso-Automat zwischen jedem Waggon. Es ist ja klar, darf nicht fehlen. Schnellzug-Espresso im Plastikbecher für 1,20 Euro. Bei 300 km/h. Aber schmeckt sehr lecker. Wir sind pünktlich am Ziel. Noch ein Unterschied zu Deutschland. Das war jetzt Mailand nach Turin in exakt 58 Minuten. Stuttgart 21, die größte Baustelle Europas.
1995 hatten Bahn, Bund, Stadt und Land das Projekt beschlossen. 30 Jahre später soll der Tiefbahnhof endlich in Betrieb gehen. Aber auch daran gibt es schon wieder Zweifel. Der Bau des Doms zu Speyer im Mittelalter hat fast genauso lange gedauert. Zwar sprengen Großprojekte regelmäßig alle Zeit- und Kostenrahmen, generell aber geizt Deutschland mit Investitionen. Nur Irland und Portugal geben in der EU noch weniger ihres Bruttoinlandsprodukts für Erhalt und Erweiterung von Infrastruktur aus. Spitzenreiter Estland investiert mehr als doppelt so viel wie wir. Knausrig sein und hohe Ziele stecken passt irgendwie nicht zusammen. Die Bundesregierung will die Fahrgastzahlen im Zug bis 2030 verdoppeln. Dafür soll auch das Schienennetz größer werden. Aber nordöstlich von Berlin etwa, gleich außerhalb von Deutschlands größter Stadt, sieht die Realität so aus. Nächster Halt, Dalmarchen. Dieser Zug endet hier. Wir bitten alle Fahrgäste auszusteigen. Weiter geht's nicht aus Berlin, oder? Das war's. Wir enden hier und fahren jetzt wieder zurück nach Berlin. Können Sie gerne mitkommen. Aber noch weiter? Höher? Nein. Nach Brandenburg rein? Mehr als 4.500 Kilometer Schienennetz liegen in Deutschland brach. Mehr als 270 stillgelegte Strecken könnten reaktiviert werden. Schnell und günstig, weil die Basis ja schon da ist. Wie bei dieser Strecke im Berliner Speckgürtel, der Wriezener Bahn. Die Firma von Lothar Kwapinski baut Gleise in ganz Deutschland. Für Kwapinski ist Eisenbahn Leidenschaft. Aber Geld will er natürlich auch verdienen. Der Unternehmer würde die Strecke der Wriezener Bahn am liebsten sofort wieder ans Netz anschließen. Doch seit 4 Jahren passiert nichts. Das könnte eine richtig gute Bahnstrecke sein. Warum klappt es denn nicht? Weil, an wem liegt das denn? Ich glaube, es liegt nicht an uns. Es liegt, glaube ich, an den Behörden. Ich glaube, die scheitern an ihren eigenen, an ihren eigenen Auflagen, an ihren eigenen Vorschriften, dass es einfach alles viel zu lange dauert. Allein die Vorschriften bei der Bahn sind schon eine Katastrophe. Und dann sagt man nochmal Bahn und dann nochmal das Land oben drüber, das ist... Was heißt, die Vorschriften sind eine Katastrophe? Was meinen Sie damit? Einfach zu viel, zu umfangreich, zu viel. Zu kompliziert? Zu kompliziert. Ist es Deutschland oder? Ja. Meinen Sie manchmal, das ist ein bisschen Deutschland? Mehr, also wir haben im Moment mehr Deutschland bekommen, als wir brauchen. Nicht nur Lothar Kwapinski ärgert sich über quälend lange Planungs- und Genehmigungsverfahren. Laut Umfrage bescheinigen 69% der befragten Unternehmen Deutschland größere Defizite. 22% sehen immerhin noch kleinere Defizite. Nur 4% sind zufrieden mit der Länge von Verfahren. Von der direkten Anbindung an die Großstadt könnten Zehntausende profitieren, argumentiert eine Initiative, zu der Unternehmen, Kommunen und ganze Landkreise entlang der Strecke gehören. Doch ihr Vorhaben kommt nicht voran. Das zuständige Ministerium in Potsdam muss sich bei der Reaktivierung von Bahnstrecken an formalisierte Verfahren halten. Und die dauern Jahre. Also wir gehen als Verwaltung mit öffentlichen Mitteln um, mit den Steuergeldern der Bürgerinnen und Bürger. Insofern haben wir ganz, ganz große Anforderungen an Transparenz unseres Tuns. Es wird auch überprüft von Rechnungshöfen, von Landtagen und natürlich auch von den Bürgern. Ja, und es ist klar, die Ergebnisse, die wir dabei produzieren, werden kritisch hinterfragt werden. Nummer sicher statt schnell und effektiv? Ist das Motto der deutschen Verwaltung? Das will ich von einer Fachfrau wissen. Sie erforscht die Bürokratie. Professorin Sabine Kuhlmann von der Uni Potsdam berät auch die Bundesregierung, wie man Bürokratie abbauen kann, seit vielen Jahren. Die öffentliche Verwaltung ist ja, wie ich sagte, in ein sehr legalistisch geprägtes System eingebettet. Das heißt, wenn Sie also sozusagen fehlerhaftes Verwaltungshandeln praktizieren, dann sind die Entscheidungen natürlich angreifbar. Ja. Sodass die Verwaltung, wenn sie Entscheidungen trifft, die Gerichte eigentlich immer im Kopf hat, immer im Blick hat. Immer schon mitdenkt, was könnte mir am Ende passieren, wenn ich falsch handle und deswegen eher super zurückhaltend und super kompliziert und konservativ handelt? Oder? Genau, ich möchte natürlich vermeiden, dass mein Verwaltungsakt aufgehoben werden kann, dass ich in irgendeiner anderen Weise sogar persönlich sanktioniert werden kann. Legale Korrektheit, also juristisch keinen Fehler zu machen.
ist schon ein sehr dominantes Kriterium in Deutschland. Und das hat natürlich auch mit Personal zu tun. Unser Verwaltungspersonal wird in erster Linie nach wie vor juristisch geschult. Ja, also die sind sozusagen Rechtsspezialisten, die wissen, wie man die Rechtsmaterie anwendet und nicht in erster Linie Manager. So werden die nicht geschult. Und das ist auch etwas, wo wir seit Jahren eigentlich dran sind, aus der Wissenschaft zu sagen, Mensch, wir müssen die Verwaltungsausbildung eigentlich reformieren. Dass sich etwas ändern muss, hat mittlerweile auch die Politik erkannt. Die Bundesregierung hat sich im Kabinett auf ein Genehmigungsbeschleunigungsgesetz verständigt. Es geht vor allem um den Ausbau von Schiene und Autobahnen und die Sanierung von Brücken. Erstmal soll es eine Arbeitsgruppe geben. Können wir nicht oder wollen wir nicht? Man müsste mal vorankommen, zum Beispiel bei der Energiewende. Damit so in der Uckermark. 5 Windräder sollen hier gebaut werden und Strom liefern für bis zu 25.000 Familienhaushalte. Will nur nicht jeder. Günther Graumann ist zugezogen und dagegen. Es wäre schade, ne? Die Sonnenuntergänge wären uns vermasselt. Die machen ja auch Krach, ne? Wenn der Wind aus dem Westen kommt. Also wir hören ja die Windräder von weit weg schon, ne? Die geplanten Windräder würden in einer Entfernung von 1000 Metern aufgestellt werden. Alles nach Vorschrift. Aber Graumann reicht das nicht. Dann haben wir ständig diese Ohrwürmer da und Sichtwürmer, die uns da einen Drehwurm machen. Ne? Die also nicht die Natur darstellen, sondern technische Überformung, die ja an sich, wenn man jetzt technisch argumentiert, gut und nützlich und wichtig und all sowas sind. Ne? Da kann man sagen, rundherum werden über 200, 300 Anlagen demnächst dastehen. Also über 100 sind schon da. Da kann man sagen, diese 5, ne, die jetzt diesen ganzen Park überformen und mächtig übergestalten, die brauchen wir eigentlich nicht. Mit der Kritik ist Günther Graumann nicht allein. Er hat im Ort eine Bürgerinitiative gegründet. Wo andere vielleicht nur lauter Bäume sehen, sieht die einen prächtigen Park, ein Juwel der Natur, visuell bedroht. Und sie hat das Denkmalschutzamt auf ihrer Seite. Die Behörde ist gegen die Windräder, das Projekt gestoppt. Thorsten Volkmann ist der verantwortliche Sachbearbeiter. Wir haben hier drüben die andere Halbinsel, die sich hier befindet, und sehen, wie hoch doch diese Windkraftanlagen in diesen Raum hineinwirken. Es ist also egal, wo ich in diesem Park mich befinde, es sei denn, ich gucke in die entgegengesetzte Richtung, sind diese Windanlagen sofort zu sehen. Und mit ihrer Drehbewegung würden die natürlich jeden Blick sofort an sich ziehen. Und man könnte nicht dieses Schweifen des Blickes wahrnehmen, wie es zu einer ursprünglichen Komposition gehört. Wirklich? Eine Komposition? Zumindest nicht auf den ersten Blick. Auch das unbewohnte Gutshaus hat schon bessere Zeiten gesehen. Katrin Bender und Ulf Sieberg arbeiten für den Windkraftprojektierer, der hier seit Jahren plant. Der Ort ist von der Politik extra für die Windkraft ausgewiesen worden, weil hier der gesetzliche Mindestabstand zu den nächsten Wohngebäuden eingehalten wird. Wir sind hier seit 2016 an dem Projekt dran, haben schon sehr viel Aufwand und Geld reingesteckt in verschiedene Gutachten, gerade auch naturschutzfachlich, alle möglichen Themen untersucht. Und wenn dann eben im Genehmigungsverfahren eine Behörde mit Anforderungen oder Belangen kommt, die rational nur schwer nachzuvollziehen sind, ist das schon sehr frustrierend. Bis 2032 müssen die Bundesländer bis zu 2,2% ihrer Fläche für die Windenergie ausweisen. Bundesweit ist da noch viel zu tun und der Weg ist schwer. Deutschland steht sich selbst oft im Weg, nicht nur bei der Energiewende, auch bei vielen anderen Themen, glaube ich. Die Politik kommuniziert etwas ganz klar, aber der Teufel steckt dann immer wieder im Detail. Laut Bundesverband der Windenergie dauert es von der Planung bis zur Inbetriebnahme einer Windkraftanlage 5 bis 7 Jahre. Dahinter steckt ein riesiger Bürokratieaufwand, den kennen auch andere Branchen. Brauchte es für ein Genehmigungsverfahren in der Industrie vor 10 Jahren noch durchschnittlich 2 Gutachten, sollen es heute durchschnittlich 7 sein. Es sind nicht nur Hürden der Bürokratie. Wie das aussieht, wenn sich eine Gesellschaft nicht mehr einigen kann, in welche Richtung sie gemeinsam gehen will, lässt sich im Speckgürtel von Stuttgart beobachten. Korntal, Münchingen, 20.000 Einwohner und ein großes Streitthema. Es geht um diesen Acker. Um Mais, Kartoffeln, Spargel.
Wolfgang Frey ist Investor und Architekt. Er ist überzeugt, dass er hier die Zukunft bringt. Ein Gewerbepark, der Maßstäbe setzen soll. Produktionsflächen gepaart mit Wohn- und Freizeitbereichen. Alles, sagt er, auf dem neuesten Stand der Technik. Frey arbeitet in der ganzen Welt. Gerade hat er ein Großprojekt in China fertiggestellt. Was ist der Unterschied zu Deutschland? Ja, also in Deutschland ist es wirklich so, dass wir zum Glück ein hohes Bewusstsein für die Schutzwürdigkeit der Natur haben, für die Schutzwürdigkeit von Personengruppen haben, für die Schutzwürdigkeit von vielen Dingen haben. Und dafür gibt es natürlich Vorschriften und Paragraphen, die wir einhalten müssen. Das Problem ist aber, dass es oft in Partikularinteressen zerfällt und wir in Deutschland eigentlich niemanden haben, der die Dinge zusammenbringt. Das ist scheinbar ein deutsches Phänomen. Und interessanterweise ist es auch so, die einzelnen Personen sind ja sehr, sehr engagiert in ihrem Thema, sind vielleicht sogar sehr professionell in ihrem Thema. Aber umso professioneller sie für ein Thema kämpfen, umso eher neigen sie einäugig nur ihr Thema zu sehen und diesen Kompromiss nicht mehr schaffen zu können. Also es passiert mir sehr häufig, dass wir Gespräche haben mit Vertretern von bestimmten Partikularinteressen. Am Schluss sind alle Partikularinteressen erfüllt, das Projekt ist gestorben. Was macht das mit Ihnen? Wie fühlen Sie sich dabei, wenn Sie das sehen? Ja, also ich mache mir für Deutschland Sorgen. Also ist konkret, hier ist ja Porsche einer der Hauptinteressenten, die da einziehen möchten. Ich weiß, dass Porsche dringend neue Produktionsflächen braucht, weil sie ja dringend neue Produktlinien generieren müssen. Gleichzeitig, in den 2 Jahren, wo wir hier zugange sind, habe ich in China das hier realisiert. Dieses Quartier ist in China realisiert worden, in derselben Zeit, wo wir hier diskutieren. Niemand will die einsamen Entscheidungen einer Diktatur, wo jede Widerrede verboten ist. Aber Demokratie braucht doch eigene Rezepte. Bitte Türklinke betätigen. Was heißt denn Türklinke? Man zieht hier einfach auf. Hat denn der Herr Bürgermeister Zeit für uns kurz? Der hat Zeit für Sie. Super. Schöne Tür. Hallo Herr Bürgermeister, grüßen Sie. Hallo. 16 Jahre in diesem Büro. Und auch geräumig. Ja, gern. Oh, und mit Polizeikelle sehe ich gerade. Ich liebe Polizeikellen. Wirklich, kann ich mal kurz gucken? Ja, gerne. Ja. Können Sie auch gerne mal testen. Benutzen Sie die auch? Nee, die hat mir aus Spaß mal ein Kollege mitgebracht. Deswegen stelle ich hier. Aber das. Ich habe jetzt noch nie jemanden rausgewunken. Aber falls Ihnen jemand doof kommt, machen Sie Scheibe runter und dann. Könnte ich sagen, ich bin ja Chef der Polizeibehörde. Ach, das sind Sie auch. Sie sind als Bürgermeister hier Chef der Ortspolizeibehörde. Bürgermeister Joachim Wolf, der sein Amt im Juli nach 16 Jahren aufgibt, setzt sich von Beginn an für das Projekt ein. Aber noch ist nichts entschieden. Das letzte Wort hat der Gemeinderat. Also brauchen Sie das Projekt, damit diese Stadt weiter leben kann? Wie würden Sie das beschreiben? Wenn wir diesen regionalen Gewerbeschwerpunkt, also diesen Gewerbepark umsetzen, dann wird großflächig Gewerbe angesiedelt, neues Gewerbe. Es wird Gewerbesteuer generiert. Das ist das Kernziel. Deswegen machen wir das Ganze in erster Linie. Und wir sichern damit wirklich nachhaltig auch die finanziellen Spielräume der Stadt Korntal Münchingen. Und diese Weichen muss man jetzt stellen, damit sie dann wie gesagt, für die nächste Generation spätestens dann auch zur Verfügung steht. Wer sich im Ort umhört, erlebt eine zerrissene Gemeinde. Jeder hier hat eine Meinung zum Projekt. Die einen sind dafür, die anderen dagegen, genauso vehement. Wer von außen kommt, reibt sich erst einmal die Augen. Ein klassisches Naturschutzgebiet sieht irgendwie anders aus. Wenn ich als Laie mir das hier angucke, sehe ich eine Autobahn, eine vielbefahrene Bundesstraße. Und alles zugekleistert mit Industriegebieten hier bereits im Umfeld. Genau. Warum ist ausgerechnet dieser Fleck, der nun landschaftlich alles andere als schön ist, ist der auf einmal so wichtig? Wir verfolgen beispielsweise das stark geschützte Rebhuhn, was bei uns in Baden-Württemberg auf der roten Liste in der höchsten Gefährdungsstufe steht, also vom Aussterben bedroht. Und jetzt haben wir noch hier einen Restbestand von mindestens, also bis zur Höhe, 2 bis 3 Revieren. Jenseits der Höhe noch mal 3 bis 4 Reviere. Neben dem Rebhuhn leben hier auch andere Vogelarten. Außerdem macht den Umweltschützern die Flächenversiegelung Sorgen. 25 Hektar Ackerboden wären ein für alle Mal verloren. Diskussionen gibt es viele in Deutschland.
Sind es am Ende zu viele? Sie sind ja hier Anwohnerin direkt. Ja. Ne? Also das heißt, direkt vor Ihrem Garten soll dieses Gewerbegebiet entstehen. Ja. Was, wie finden Sie das? Unmöglich. Ja. Also das ist praktisch wie Singapur, da würde das aussehen. Überlegen Sie sich mal, topografisch würde das ungefähr 60 Meter in die Höhe ragen. Ich habe schon mal ausgerechnet. Also Sie sind jetzt hier und dann ragt hier was 60 Meter in die Höhe. Weiß ich nicht, was das bringen soll. Wir haben hier Ackerland. Ein Landwirt lebt hier davon. Und ganz viele Tiere, die schützenswert sind. Das heißt, egal, was der Investor hier verspricht, und wenn er sagt, das ist total nachhaltig, klimafreundlich. Was kann denn nachhaltig sein, wenn man zuerst was zerstört? Verstehe ich nicht. Also sprich, es ist egal, was hier gebaut wird, Sie sind immer dagegen, richtig? Ja, so kann man es schon sagen. Weil Sie sagen, dieser Acker ist unwiederbringlich. Ja, genau. Wir müssen hier doch irgendwo anbauen für uns, der Bürger in Deutschland oder auch für hier. Weil wenn wir alles zubetonieren, dann müssen wir es hier kaufen, irgendwo vom Ausland. Mhm. Ich weiß nicht, was das bringen soll. Jetzt sagen natürlich die Investoren, es kann nicht sein, dass wir hier die Zukunft bringen und immer einzelne Bürger sagen, Zukunft finden wir auch okay, aber bitte nicht bei uns. Also für Zukunft bin ich gar nicht so. Nein, das ist doch so, es läuft doch gut und Klimawandel und alles. In der grünen Landesregierung verstehe ich nicht, wie man sowas zulassen kann. Wir Deutsche haben viel zu verlieren. Ist das ein Grund, warum wir häufig erst die Risiken sehen und kaum die Chancen? Wie kommt denn das, dass die Leute nur noch auf das gucken, was direkt bei ihnen passiert und sagen, ich bin für eine große Veränderung, aber bitte nicht bei mir? Das ist eine schwere Frage. Zum Teil liegt es vielleicht schon auch daran, dass alles selbstverständlich geworden ist. Ja, auch der Wohlstand, die Zufriedenheit. Man macht sich vielleicht zu wenig Gedanken darüber, was müssen wir noch investieren. Sie müssen sich nur umgucken, wir haben eine Sporthalle, Stadthalle, Musikschule. Das alles muss finanziert werden, muss auch der Bürger sehen, irgendwo muss das Geld herkommen. Kompromisse finden, sich einigen, trotz unterschiedlicher Meinungen, das gelingt uns offenbar immer seltener. Ist der legendäre Standort Deutschland zu schwerfällig geworden für neue Projekte? Erfolgsgeschichten gibt es weiter. Hier im südwestlichen Brandenburg ist Ihr Spezialgebiet Lastwagen umrüsten für den Holztransport. Ein Marktführer mit fast 5 Millionen Euro Jahresumsatz, der Probleme hat mit dem Internet. Die Bandbreite reicht nicht mal für ordentliches WLAN in der Halle. Es ist halt zum Nachteil, dass man halt immer durch die Gegend rennen muss, immer nachfragen, sich Sachen erfragen muss und so. Und so kann man sich selbstständig, kurz und knapp auf direkten Wege, kann man sich die Daten selber raussuchen. Für schnelles Internet reicht der Anschluss nicht aus. Die Videokonferenzen hier eine einzige Geduldsprobe. Wenn Geschäftspartner das mitbekommen, wirkt es schnell unprofessionell. Ja, die Audioverbindung ist irgendwie, ja, manchmal ein bisschen abgebrochen, aber gut. Ich guck mal, ob sich das mit dem ein bisschen besser? Ja. Es ist nicht Ihre Schuld. Das ist die Internetverbindung. Alltag für Geschäftsführerin Nadine Eisner. Ihr Unternehmen wird seit Jahren in seiner Entwicklung ausgebremst. Wie digital würden Sie denn Ihr Unternehmen aktuell beschreiben? So, von einer Skala von 1 bis 10. Zum Beispiel, 10 ist total digital, 0 ist überhaupt nicht digital. 2. Auf einen schnellen Glasfaseranschluss warten Sie hier seit fast 5 Jahren. Der ominöse Kasten hier hinten in der Ecke. Oh, ganz da klein. Bis hierhin ist das Glasfaserkabel gekommen. Genau. Und was ist jetzt das Problem? Das Problem ist, dass jetzt quasi noch die Verbindung zu unserem Serverraum fehlt, weil der ist ja nicht hier, sondern der ist quasi in der ersten Etage. Ja. Und die Verbindung dann von dem Server zur Telekom, dass das Glasfaser auch durchgesplittet wird. Das ist noch das Problem. Aber das kann ja jetzt nicht mehr so schwer sein, wenn das Glasfaserkabel bereits hier ist. Dachte ich auch, dass das nicht so schwer ist. Aber es dauert halt alles seine Zeit und wir sind ja auch nicht die Einzigen, die angebunden werden müssen. Das erfährt man dann immer wieder von der Telekom,
sondern es sind ja mehrere, die warten. Und dann gibt es so eine Priorisierungsliste und da sind wir offensichtlich nicht ganz oben. Das heißt, wir reden quasi jetzt nur noch von ein paar Metern und richtig, einem Schalter, der irgendwie umgelegt so werden muss. So stelle ich mir das vor, ja. So stellen wir uns das einfach alles mal vor. Ja. Tatsache ist, es gibt aktuell eben kein schnelles Internet hier, kein Breitbandanschluss. Nein. Obwohl das Kabel da wäre. Richtig. Nadine Eisner selbst kann da nichts machen. Die Kabel hier sind Sache des Anbieters. Bis 2025 wollte die letzte Bundesregierung überall für schnelles Glasfaser-Internet sorgen. Die aktuelle Regierung verspricht das nur noch für die Hälfte aller Haushalte und Unternehmen. Haben Sie den Eindruck, dass das ernst genommen wird, wenn da jemand kommt wie Sie als Managerin und sagt, Leute, ich brauch's fürs Geschäft? Nein. Nee? Nee. Nein. Also, weil ich denke, dann müssten wir tatsächlich, sonst müssten wir schon weiter sein, wenn das wirklich ernst genommen werden würde. Und wir sind ja nicht die Einzigen. Also wir haben ja sehr viele weiße Flecken hier noch in Deutschland. Und das ist nicht nur in Brandenburg so, sondern das ist deutschlandweit zu spüren. Zwar legt Deutschland beim Glasfaserausbau an Tempo zu. Im internationalen Vergleich liegt es aber mit einem Anteil von 8,1% weiterhin abgeschlagen auf einem der hinteren Plätze. Zum Vergleich, bei den Spitzenreitern Spanien, Japan und Südkorea werden bereits mehr als 80% aller Breitbandanschlüsse per Glasfaser realisiert. Aber Digitalisierung ist ja mehr als nur ein schneller Internetanschluss. Alena Bartha studiert Politikwissenschaft an der Uni Halle. Sie ist auf BAföG angewiesen. Ihren Antrag konnte sie online stellen. Danach kam erstmal nichts. Ich musste 4 Monate auf meinen BAföG warten. Der Weg von der Antragstellung bis zur wirklichen Auszahlung war viel zu lang. Und ohne das BAföG, das waren so 300 bis 400 Euro, die dann einfach weg waren, die nicht da waren, war es natürlich schwer, über die Runden zu kommen. Wie Alena mussten im vergangenen Semester viele Studenten gleich mehrere Monate auf ihr BAföG warten. Was ist da los? Alena fragt nach beim Amt. Ich habe auch nach dem Stand gefragt, wo mein BAföG-Antrag quasi liegt, wie lange ich noch warten müsste. Sie konnte mir keine genaue Zeit sagen und sie meinte eben, das Problem ist eben, dass, sie meinte, die Bürokratie ist das Problem mit. Seit 2 Jahren können Studenten ihren Antrag online stellen. Aber hat sich deshalb viel geändert? Die Erwartungshaltung ist eben auch gerade mit der Digitalisierung, ja, ist extrem hoch außen nach außen hin. Jeder denkt, jetzt geht's ganz schnell, jetzt geht's ganz einfach, jetzt ist nur noch Knopfdruck auszulösen. Nee, das ist eben nicht der Fall. Ja, die Bearbeitung ist genau die gleiche geblieben. Vom Aufwand her, ja, die gesetzliche Grundlage ist da, die eingehalten werden muss, die berücksichtigt werden muss. Und das hat sich nicht geändert. Und so stapeln sich die Papierberge im BAföG-Amt. Weil die elektronische Akte für Studenten noch auf sich warten lässt, werden die Online-Anträge nicht digital verwaltet, sondern in Ordnern abgeheftet. Der Antrag klappt online, aber am anderen Ende der Leitung wartet der Drucker. Allein hier bis zu 10.000 Blatt Papier jeden Tag. Das scheint erstmal umständlich zu sein, ja, warum das so ist. Aber es muss eben alles Schritt für Schritt gehen. Ja. Es kann nun mal nicht alles mit einmal passieren. Ja. Schritt für Schritt. Antrag für Antrag. Papier ist geduldig. Auch 2023 in Deutschland Digitalisierung zum Ausdrucken. In deutschen Ämtern kein Einzelfall. In Hamburg wollen sie es besser machen. Ein Workshop beim Amt für IT und Digitalisierung. Es geht um die Zukunft der Verwaltung. Wir brauchen bei uns intern einen vertieften Austausch dazu. Also horizontal, nicht mehr nur in unseren vertikalen Referaten. Weniger hierarchisch und mehr gemeinsam über Behördengrenzen hinweg. Bislang alles andere als selbstverständlich. Das hat schon was mit unserem Föderalismus zu tun. Also wir sind mit 16 Einheiten und Bund, wir machen uns das schwer. Wir sind da sehr auf Gesamtregelung und Regelung bis ins dezidierte letzte Detail. Und insofern nicht so risikobereit, glaube ich. Was ist denn Ihr Traum? In 10 Jahren. Wenn Sie mal so richtig träumen dürften. Wo sind wir da?
Ich glaube, also mein Traum wäre, wir wären in einer mehr proaktiven Verwaltung, also jetzt wirklich aus meinem Blick Verwaltung. Mhm. Ich werde dann von der Verwaltung eher erinnert, dann ein Pass läuft ab, hier willst du es hier, QR-Code gleich verlängern. Also so eine proaktivere Verwaltung, die einen so freundlich positiv erinnert und dass das gut ankommt, das wäre mein Traum. Damit dieser Traum wahr wird, müsste allerdings noch einiges passieren. Seit 2017 gibt es das Online-Zugangsgesetz. Danach sollten eigentlich schon bis Ende 2022 alle Behördengänge online möglich sein. Aber von den derzeit 580 Behördenleistungen stehen aktuell gerade einmal 127 digital zur Verfügung. Wie Verwaltung aussehen kann, die mitdenkt, zeigt ein Pilotprojekt in Hamburg. In den Geburtskliniken der Stadt können Eltern einen neuen Service nutzen. Hallo? Oh Gott. Wie schön. Hallo, grüße Sie. Wie heißt sie denn? Thea. Thea. Wow. So, und jetzt beginnt neben dem Elternglück natürlich die Beantragungsgeschichte. Aber es gibt hier eine gute Nachricht. Kindergeld. Geburtsurkunde, was man halt alles so braucht für ein Kind, sogar eine neue Steuernummer, waren bislang 19 Seiten Anträge. Und jetzt die gute Nachricht für Sie, es sind jetzt nur noch 3. Und man kann auch alles online machen. Damit möchte man sich eigentlich auch nicht beschäftigen in der Babyzeit. Wir hätten am liebsten nur nach Babyklamotten und Bettchen und all dem geschaut. Sie hat das möglich gemacht, Projektleiterin Brigitte Klamroth. Es war ein langer Weg, 3 Jahre von der Planung bis zum Angebot in allen Geburtskliniken. Aber jetzt arbeiten verschiedene Behörden auf Bundes- und Landesebene zusammen. Die Daten müssen nur einmal angegeben werden. Und das geht auch online. Hier können Sie jetzt Geburtsurkunden bestellen. Okay, toll. Ich würde sagen, wir nehmen mal eine Geburtsurkunde. Soll ich mal machen? Ja. Ich nehme mal eine Geburtsurkunde, das reicht jetzt erstmal. Weil ich denke mal, es ist auch teuer, wenn man mehrere nimmt, ne? Er sagt Ihnen dann, wie viel das ist da unten. Ah, alles klar. Und das ist auch der Vorteil. Online-Dienst rechnet er das sofort aus. Ich sehe gerade, Papier. Wenn man 2 nimmt, ist es tendenziell sogar preiswerter pro Geburtsurkunde. So ist es. Dann nehme ich immer 2 Geburtsurkunden. Mhm. Aus vielen Formularen wurde 1. Die Eltern können es direkt im Krankenhaus abgeben, Behördengänge sparen und Zeit. Geben Sie uns noch mal einen Ratschlag als jemand, der dies geschafft hat. Wie bricht man diese verkrusteten Strukturen auf? Was würden Sie sagen? Sie müssen neu denken, aber Sie müssen natürlich auch wissen, wie Verwaltung funktioniert. Die technische Basis ist die einfachste. Ja? Ja. Sie müssen, also die schwierigste ist am Anfang, sich wirklich reinzudenken, wie sind die Prozesse heute und wie muss ich sie neu denken vom Kunden aus. Und wenn Sie das gemacht haben, dann müssen Sie es verkaufen. Ich finde es interessant, wie Sie immer von Kunden reden. Das finde ich ganz angenehm eigentlich, wenn jemand in der Verwaltung mich als Kunden bezeichnet. Fühlt man sich gleich besser, als wenn man so ein Antragsteller ist, ja. Oder? Ja. Wann sind wir denn so weit, dass man tatsächlich überall in der Verwaltung Kundin und Kunde ist? Ich glaube, das passiert jetzt gerade, dass wir auf diese Reise gerade gehen. Die Verwaltung kann sich das eigentlich gar nicht mehr leisten. Sie hat so wahnsinnig viele unterschiedliche und massenhafte Dienstleistungen, die sie zusätzlich jetzt bekommen haben, dass wir uns nicht mehr leisten können, so zu arbeiten, wie es vorher war. Bei der Digitalisierung von Gesellschaft und Wirtschaft belegt Deutschland im EU-Vergleich von 27 Plätzen gerade einmal den 13. hinter Spanien und Malta. Ganz vorn die skandinavischen Länder. Wieder einmal. Wieso bekommen die das hin? Auf der Suche nach Antworten in Dänemark. Wetter wie bei uns, so viel anders können die Dänen nicht sein. Oder doch? Deutsche Camper an der dänischen Küste müssten da mehr wissen. Können Sie uns mal kurz erzählen, was so toll an Dänemark ist? Dieses Hügge, ne? Dieses Gemütliche. Das ist einfach so dieses Entspannte. Ne? Ja. Auch hier die Arbeit oder so. Ne? Es ist einfach entspannter hier. Das ist, weiß ich nicht. Wie kann man das denn lernen? Wie kriegen wir das denn bei uns irgendwie auch hin? Ich glaube, dazu sind wir zu sehr deutsch. Das ist alles entspannter hier. Ja? Ja. Die Leute sind, das ist, kann man mit... Kann man nicht vergleichen. Deutschland nicht vergleichen, ist einfach so. Wenn du hier Auto fährst oder Wohnmobil fährst oder mit dem Fahrrad fährst oder sonstiges. Es ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Aber woher kommt denn das? Ich denke mal, weil die Dänen ruhiger sind, gelassener. Ja.
Und das sind die Deutschen nicht, das ist einfach so. Das merke ich selber auf der Arbeit, die sind alle gestresst. Ich muss. Und hier ist es nicht so, ist einfach so. Und wie können wir uns davon ein bisschen was abschneiden? Der Drops ist gelutscht, das wäre nicht mit Deutschen. Das ist, funktioniert nicht. Wenn du hier eine Baustelle hast, auf der Hinfahrt nach Dänemark und wir bleiben 2 Wochen, auf der Rückfahrt ist sie garantiert fertig, Baustelle. Die dänische Baustelle, meinst du? Ja. In Deutschland ist die Baustelle noch nicht mal genehmigt oder abgenommen oder ich weiß nicht was, weiß ich. Da brütet da irgendein Vogel, den man nicht stören darf beim Brüten. So ist das in Deutschland. Hier funktioniert das. Harte Worte. In Lübeck treffe ich einen, der weiter an den Standort Deutschland glaubt. Und das als Däne. Schleswig-Holsteins Wirtschaftsminister Klaus Ruhe-Madsen zu Gast auf einer IT-Messe. Lange parteilos ist er vor kurzem in die CDU eingetreten. Madsen ist der erste ausländische Landesminister in Deutschland, hat selbst in seiner Politkarriere Erfolge und Misserfolge erlebt. Was können wir von der dänischen Grundeinstellung mitnehmen? Also allein, dass wir als Deutschland es aufgegeben haben, zu sagen, wir wollen Erster sein, das finde ich schon ziemlich dramatisch. Man muss ja nicht am Ende dann Erster werden. Aber wenn man von vornherein sagt, mal gucken, wo ich so im Mittelfeld lande, dann wissen wir alle, wo man landet. Also von daher, glaube ich, müssen wir ein bisschen mehr Mut zusammengreifen und sagen, dass Deutschland ganz nach vorne kommen möchte. Klaus Ruhe-Madsen hat seit neuestem auch die deutsche Staatsbürgerschaft und bleibt im Herzen doch immer Däne. Wenn wir jetzt noch mal auf das ganz große Bild gucken für einen Moment. Sie haben ja einen Vergleich. Sie können Dänemark vergleichen mit Deutschland. Gibt es da Mentalitätsunterschiede ganz grundsätzlich? Ja. Sind die, ja? Wo liegen also die? Also da ist ein sehr großer pragmatischer Unterschied. In Dänemark wird vieles pragmatisch umgesetzt. Es wird versucht. Und dann wird man feststellen, war es gut oder nicht. Das ist ja im Grunde genommen so wie bei einem iPhone. Irgendjemanden hat mal das erste iPhone gemacht. Dann gab es die Weiterentwicklung und die wurden immer besser. Wir in Deutschland würden wahrscheinlich immer noch an das Entwickeln von iPhone hier sitzen und arbeiten, statt es in den Markt zu bringen. Und deswegen müssen wir ein bisschen mehr Mut haben, Themen umzusetzen. Wenn es nur so einfach wäre. Aber wahrscheinlich ist das schon wieder ein sehr deutscher Satz. Umdenken beginnt im Kopf. Nochmal zurück, was Sie gerade gesagt haben, das finde ich total interessant. Dass wir in Deutschland dazu tendieren, wenn wir eine Lösung suchen, die absolut perfekte Lösung zu finden und dann gerade deswegen stolpern, es gar nicht hinkriegen am Ende. Oder ja, das ist viel zu komplex, weil wir bei jeder Thematik dann sagen, ja, aber was, wenn das und wenn ich jetzt so mache, also das kennen wir alle, wenn wir anfangen, sehr fein strukturiert es auszumalen, was wir uns vorstellen, kommen natürlich immer mehr Optionen, wo irgendwas schiefgehen kann. Und möglicherweise könnte man einfach sagen, wir starten jetzt und dann werden wir lernen. Mhm. Und das ist etwas, was wir in Deutschland, glaube ich, jetzt lernen müssen, wenn wir uns international aufstellen wollen. Dass wir viel stärker diesen Gedanken machen. Wir machen eine simple Lösung, keep it simple. Wir sollten gar nicht so viel über Dänemark sprechen, aber wir haben ein Wort, das heißt PYT. P-Y-T. Ja. Das heißt, egal, ist so, muss man mit klarkommen. Ah. PYT. Ein sehr gesundes Wort. Hilft auch ein bisschen. Damit ist das Ding dann Ding weg. Ist weg. Eh nicht PYT, anders. Egal, ja, mein so. Gott. Okay. Egal ist nicht so unsere Stärke. Nee, das stimmt. Ja. Egal ist nicht unsere Stärke. Nee, sollten wir ändern. Bisschen mehr egal vielleicht im Leben. Ja, egal, das klingt dann wieder wie Deutschland. Jetzt fangen wir schon wieder an beide und grübeln. Nein. Egal ist aber ein gefährliches Wort. Wir reden jetzt nicht mehr weiter. Ja. Wir bleiben jetzt genauso, wir halten das jetzt genauso fest. Also die Probleme haben wir alle beschrieben. Die Frage ist jetzt, wie kommen wir denn da wieder raus? Tja, kommen wir da raus. Das ist natürlich die Lösung, die wir alle erhoffen. Man muss einfach in die Pötte kommen und kann nicht die ganze Zeit diskutieren. Das bringt es einfach nicht. Einfach mehr Mut, um in die Zukunft zu gehen. Ja, weniger Angst vor der Zukunft. Was wäre denn Ihr Appell an Deutschland und die Deutschen? Wir müssen an uns ein bisschen mehr mit der Stimmung arbeiten, weil wir haben eine wahnsinnige Manpower oder auch Frauenpower in dem Sinne. Und wenn wir alle ein bisschen mehr zusammenrücken, wir können schon eine Menge leisten hier. Kreuz und quer durch Deutschland. So viele Geschichten über Bedenken, Hürden, Stillstand. Aber überall auch Menschen, die das ändern wollen, die sich nicht abfinden mit ihrer Heimat als Land des kleinsten gemeinsamen Nenners, satt und matt. Die Ideen haben und Lust, gemeinsam anzupacken und Mut aufbringen, mit dem sich Neues schaffen lässt. Vielleicht nicht immer gleich perfekt, vielleicht nicht bis ins Detail geplant, vielleicht gerade deshalb erfolgreich.